tatsächlich so. Speziell begrüßen möchte ich heute Yves. Sie ist halb Thailänderin, halb Syrerin und beschäftigt sich schon seit 10 Jahren mit der Fermentation, aber eigentlich ist es schon in ihren Genen seit der Kindheit, dass sie die extremen Fermente in der Thai-Küche gerochen hat und das schreckt sie auch gar nicht ab. Viel mehr wird sie aber euch noch erzählen. Dieser Event findet im Rahmen von Fermentista statt, das wiederum unser Festival im Sol de Sol ist. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie noch andere Sachen besuchen kommen. Da auch ein paar freie Plätze. Ich bin Lara Wilbots, Kreativdirektorin, und übergebe dir jetzt die Bühne und freue mich total, dass du hier zu Besuch bist und uns etwas lernen zu können. Dankeschön. Sawadee ka. Zunächst einmal möchte ich mich gerne bei euch bedanken, dass ich hier sein darf und dass ihr mir das Privileg gibt, mit euch über etwas zu sprechen, was ich wirklich, wirklich liebe. Ich habe noch nie eine solche Konzentration von Gleichgesinnten getroffen, die genauso für das Thema Fermentation brennen. Also ein Hoch auf euch. Dafür bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Ganz besonders für die zahlreiche Teilnahme. Ich muss euch sagen, dass ich sowohl aufgeregt bin, als auch begeistert bin. Die Begeisterung ist, mit euch einen kleinen Einblick in die thailändische Fermentationskultur dorthin zu gehen. Die Herausforderung ist, das alles in eine Stunde zu quetschen. Also lassen wir das Rennen beginnen. Um die Essenz und Authentizität der thailändischen Küche verstehen zu können, kommt man nicht drum herum, als immer wieder zu probieren, zu schmecken und dabei in sich hineinzuhorchen, was im Mundraum passiert. Um so die Komplexität des Balanceakts der Gewürze zu verstehen zu können, Galgant, Schalotten, Limetten, Kefirleinblätter, Lemongrass und die beliebten Prickino, die Thai Chilis. Diese Zutaten sind für sich schon sehr kräftige und starke Geschmacksexplosionen, die den Eindruck des Gerichts schnell dominieren können. Diese so zu verwenden und abzustimmen, dass sie eine geschmackliche Harmonie bilden, ist die Kunst des thailändischen Essens. Die thailändische Küche hat einen ganz eigenen Tanz der Geschmäcker und zeichnet sich eben gleichzeitig durch das stetige Spiel des Balance aus. Es kommt zum Beispiel zu süß, oft etwas Salz oder was Salziges. Nicht um es salzig zu machen, sondern um viel mehr der Süße viel mehr Raum zu geben. Andererseits zeichnet sich die thailändische Küche natürlich durch ihre Fermente aus, die für mich immer ein Highlight darstellen. Viele thailändische Gerichte haben eine fermentierte Basis, wie zum Beispiel gibt es Krapi, Tornau, Lupang, Nampla, Namsom, Nambudu. Die Kultur des thailändischen Speisens hat viele Einflüsse aus den benachbarten Ländern. Diese nehmen sie an als Inspiration und passten sie der thailändischen Küche an, indem sie die lokalen Zutaten verwendeten. So wird jedem eine eigene Note verliehen. Nehmen wir ein Beispiel an die Nudelsuppe, Kuay Tiao, ist von China inspiriert. Satay-Spieße aus Indonesien, die Currys Gang Kiawan, Gang Dang, sind aus Indien inspiriert worden. Und die beliebteste Nachspeise mit ist Tong Yip, Tong Yor, stammt aus Portugal, Fios de Ovos. Heute werden wir gemeinsam in die Welt des thailändischen Essens und der thailändischen Fermentation eintauchen und erfahren, wie diese meine Arbeit bei Yves Fermentation Lab beeinflusst hat. Willkommen zum Fermentationskongress hier im wunderschönen Zürich. Ich bin Yves von Yves Fermentation Lab und ich freue mich, mit euch auf diese Reise zu gehen. So, heute decken wir das Thema Klima, thailändisches Essen, also halt, wie man thailändisch isst, die Thai-Fermente natürlich und die regionalen Fermente. So, fangen wir direkt mit dem Wetter an.
Insgesamt herrscht in Thailand ein tropisches Wetter und Monsunregenzeiten von Juni bis Oktober. Die Temperaturen sind aufgrund der Nähe zum Äquator ganzjährig recht konstant und bewegen sich im Jahresdurchschnitt von etwa 26 Grad. Im Inland sind die Temperaturen etwas wärmer als an Küstennähe. Dadurch lässt sich das Land klimatechnisch in Nord und Süd aufteilen. Im Norden Thailands ist das Wetter ganzjährig trockener, wechselhafter als im Süden, da hier das Meer einen kleineren Einfluss auf das Klima nimmt. Der durch das Meer geprägte Süden ist geringeren Temperaturschwankungen ausgesetzt. Insgesamt ist die Luftfeuchtigkeit hier etwas höher als im Norden. Das ist wichtig für Fermente und was dann halt da wächst. So. Nächste Folie. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wie man thailändisch isst. In einer Großfamilie machen wir einen kleinen Exkurs. In einem üblichen thailändischen Haushalt gibt es mehr als nur eine Generation. Ich spreche über eine typische Familie, in einer landwirtschaftlichen Gesellschaft, also auf einer landwirtschaftlichen Gesellschaft basiert. Es wird hauptsächlich zu Hause gegessen. Es wird geschaut, was drumherum wächst. Zum Teil kann man ganze Gerichte vom Markt kaufen, die jeweiligen Zutaten, die benötigt werden, um ein bestimmtes Gericht zu kochen. Die Großeltern bleiben zu Hause, die Eltern gehen zur Arbeit, die Kinder bleiben bei den Großeltern. Sobald die Kinder alt genug sind, gehen sie zur Schule. Das bedeutet, dass die wichtigste Qualitätszeit mit der Familie die Essenszeit ist. Während des Essens sitzen alle im Kreis, wahlweise auf dem Boden oder am Tisch. Hier bei uns in Europa, ich sage einfach mal Europa dazu, wird in verschiedenen Gängen gegessen. Wir haben eine Vorspeise, wir haben einen Hauptgang, wir haben eine Nachspeise. Aber für das thailändische Essen passt dieses Konzept eigentlich nicht. Alle Speisen bis auf den Nachtisch werden auf einmal serviert. Kan Tom Yam, eine sauer scharfe Suppe, wie eine Suppe serviert werden? Eigentlich nicht. Denn hier hätten wir keine geschmackliche Balance. Tom Yam ist hauptsächlich scharf und sauer. Eine Suppe in diesem Sinne, Tom Yam, ist eigentlich ein Teil einer Mahlzeit. Samrap. Samrap, wenn wir über seine wörtliche Bedeutung sprechen, bedeutet es ein Set von Essgeschirr. Aber wenn wir über eine Mahlzeit im Samrap sprechen, dann bezieht sich das Wort Samrap auf die geschmackliche Balance der Mahlzeit selbst. Insbesondere bezieht es sich auf das Gleichgewicht des Essens für die unterschiedlichen Altersgenerationen in einer Großfamilie, damit diese gemeinsam ihre Mahlzeit und Quality Time genießen können. Meist sind die Speisen für Ältere und Kinder etwas milder, süßlicher. Die mittlere Generation kann alles essen. Jeder kann quasi die jeweiligen Speisen so kombinieren, passend zu den eigenen Bedürfnissen. Zum Beispiel, um sich von der scharfen Chili-Paste abzukühlen, dippt man dann halt in ein Gericht rein, was etwas milder ist. Jedes Gericht hat seinen eigenen Klang, quasi wie ein Teil eines Orchesters. Zusammen ergibt es eine Sinfonie. Es ist, als würde sich in diesem Samrap-Set gegenseitig alles unterstützen, stärken und ergänzen. Das ist die Lebensweise der Thailänder. Ein Samrap beinhaltet meist eine oder mehrere würzige Pasten, frisches Gemüse oder mehrere Proteinquellen, gebratene Suppen von einem Gericht wie Khao Krap Nam Phit Kapi. Dazu kommen wir gleich noch. Können dann alle Generationen essen. Die Kinder nehmen sich meist das Protein mit Reis, weil sie die Chili-Paste noch nicht vertragen, während die mittlere Generation, wie gesagt, alles genüsslich verzehren kann. Worauf ich hinaus möchte, ist, dadurch, dass in diesem Generationshaushalt alle miteinander essen, die Kinder somit sehen, wie ihre Eltern die scharfen Gerichte essen und somit trauen sie sich, diese zu probieren.
Sie können die Schärfe für sich selbst entdecken. So können Sie etwas in ein wenig Chilipaste eintauchen, um zu sehen, wie viel Sie wirklich vertragen und wie viel nicht. Die Thailänder werden so mit dem Geruch von Krabi, fermentierte Shrimppaste, früh vertraut, so ähnlich wie bei uns hier mit Käse und Joghurt. In der thailändischen Essenskultur versucht man also möglichst alle zu integrieren und zu berücksichtigen. Dabei wird meist besonders vermieden, Kindern zu sagen, dass sie etwas nicht essen sollen. Zum Beispiel, weil eine Speise zu scharf ist. Während es hier in Europa immer wieder vorkommt, ab und an kenne ich das zumindest, dass wenn ein Kind neugierig auf eine Speise schaut und dies probieren möchte, die Eltern abweisen und erwidern, ach komm, das schmeckt dir doch nicht. Im Gegensatz dazu ist es in Thailand eben üblich, die Kinder bei der Entdeckung und Entfaltung der verschiedenen Geschmackskulturen zu unterstützen. Denn umso früher sie mit den verschiedenen und auch seltsam oder strenger riechenden Speisen kennenlernen, umso leichter fällt es ihnen später, auch diese genussvoll essen zu können. Außerdem bildet sich bereits im frühen Alter die Geschmackspalette aus. Und so wird dann ebenfalls das Verständnis für den eigenen Geschmacks, für die eigene Geschmacksentwicklung entwickelt, also bildet sich halt mehr aus. Also mag man etwas oder mag man etwas eher nicht? Ein gutes Beispiel ist hierfür Khao Tiao, die thailändische Nudelsuppe, was inspiriert worden ist aus China, wohlbemerkt. Denn eine andere Besonderheit, in der sich die thailändische Esskultur von der europäischen unterscheidet, ist das Selbstverständnis für das eigene Essen. In Thailand wird zum Beispiel das Essen auch in einer Gastro oder so, von der Köchin oder von dem Koch wird die Basis geschaffen. Den Rest, besser gesagt die Feinabstimmung, übernimmt man selbst am Tisch. Dafür stehen Würzmittel bereit wie... Ich glaube, das ist die Fischsoße, Essig-Chili, Chilis und Zucker. Die Hauptgeschmackskomponenten, womit man halt etwas würzen kann zu seinem Belieben. In Thai nennt man das auch Prung Rot Chat, Gewürz. Gewürz-Geschmack-Nation, um quasi seine eigene Geschmacksnation zu bilden. Im Gegensatz dazu wird man schon hier schief angeguckt vom Koch, wenn man einmal fragt, ob man das nachsalzen darf oder nachwürzen darf. Also das fand ich dann halt irgendwie so ein bisschen anders da. Die kleinen Lektionen, die im Essen versteckt sind. So, weiter geht's. Fermente in der thailändischen Küche. Die Bewohner Südostasiens haben eine kulinarische Zauberei seit der Antike regelmäßig praktiziert. Die Konservierung und Fermentierung von Lebensmitteln, damit sie jahrelang haltbar sind, wird beispielsweise durch fermentierten Fisch veranschaulicht. Kommen wir noch zu. Archäologische Funde, die in den Gebieten auf beiden Seiten des Mekong-Flusses sowie in der nordöstlichen Region Thailands verstreut sind, enthalten ausgegrabene Tongefäße, die Reste von Bala, fermentierte Fisch, Paste, kommen wir auch noch gleich zu, enthalten. Einige dieser Gefäße wurden mit Toten vergraben und stammen aus der Zeit vor 3000 Jahren. Genau. So, gehen wir mal direkt weiter. Darüber hinaus ist das nordöstliche Hochland Thailands, in dem sich das Koratbecken und das Sakona-Kornbecken seit der Antike eine Quelle der Steinsalzproduktion. Die geografische Geschichte des Gebiets deutet darauf hin, dass dort früher ein Meer war, was zu einer kontinuierlichen Salzproduktion in vielen Provinzen bis zu der Neuzeit geführt hat. Und wie wir wissen, ist Salz eine Hauptzutat bei der Fermentierung. Die Kunst der Fermentation, ein mikrobieller Prozess, bei dem eine Reaktion den Geschmack, den Geruch und die Farbe von Lebensmitteln verändert und sie gleichzeitig konserviert, und des Einlegens, ein nicht mikrobieller Prozess, bei dem Lebensmittel in Salzwasser oder Essig eingelegt werden,
um den Geschmack zu verändern und sie zu konservieren, ist in der Küche der ganzen Welt zu finden. Angefangen bei den alten Zivilisationen. Da sie mit gesunden Probiotikern und Präbiotikern angereichert sind, beides gute Quellen für gute Bakterien, die die Verdauung fördern. Um dieses erstaunliche Verfahren, die ihren Ursprung im Nordosten haben, besser verstehen zu können, werfen wir einen Blick auf einige der beliebtesten fermentierte Gerichte Thailands. Und somit kommen wir zu Punkt Nummer 4. Zuerst muss getrennt werden zwischen Dong und Mak. Dong einlegen, Mak fermentieren. Durch den Einlegeprozess ändert sich, wie gesagt, die Textur. Es wird säuerlich und haltbar gemacht. Im Thailändischen gibt es hierfür 4 Methoden. Dong Priao, Dong Wan, also Dong Priao ist sauer, der Geschmack von Sauers, meistens mit Essig. Dong Wan, süß, mit Zucker. Dong Kem, salzig, mit Salz, Sojasauce oder Fischsoße. Dong Samrot, ein Mix aus allen 3 Geschmäckern. Bei der Fermentation hingegen wird die Textur, Farbe und Geruch des Produkts mit Hilfe von Enzymen, Hefekulturen und Pilzen verändert. Dazu aber gleich mehr. Dong Priao. Zu gleichen Teilen für Dong Priao ist es Essig und Salz zum Kochen bringen, kalt werden lassen und über das gewünschte Gemüse kippen. Sein säuerlicher Geschmack hilft, die Schärfe und Fettgehalt zu mildern und andere Gerichte zu ergänzen. Dann haben wir Dong Wan. Könnt ihr nämlich auch gleich noch probieren. Zucker und Essig zum Verhältnis 1:1 zum Kochen bringen, kalt werden lassen. In der Zeit die gewünschte Zutat zum Einlegen mit Salz kneten, bis der Saft austritt, so ähnlich wie beim Sauerkraut, würde ich halt mal sagen. Mit frischem Wasser aber abwaschen, abtrocknen. Anschließend mit der Dong Wan Flüssigkeit übergießen, Deckel drauf, 3 Tage stehen lassen und dann ist es ready. Dong Kem. Es gibt 2 Arten von Dong Kem, Salz und Essig oder Wasser und Salz. Diese Methode braucht die meiste Zeit, wird in Thailand eher bei tierischen Produkten angewendet. Verhältnis ist Essig zu mehr Salz oder Salz relativ hoch im Verhältnis zu Wasser. Es kann bis zu 9 Monate dauern, bis es fertig ist. Die Wassersalzmethode wird hauptsächlich für Kai Kem, also hier Salzeier, Bla Kem, Salzfisch und Bo Kem mit Krebsfisch. Ja, bitte? Mit Schale, weil die Eier sind roh. Die werden roh und die werden halt hinterher nach der Fermentation, also nicht nach dem Einlegen, werden sie dann gekocht, also hart gekocht. Dann hat man Kai Kem, wie wir das halt nennen, einfach. Genau. Dong Sam Rot. Hier werden alle 3 Komponenten benutzt. Salz, Zucker und Essig zu gleichen Teilen. Wie gehabt, alles zum Kochen bringen. Kalt werden lassen und über das gewünschte Obst und Gemüse kippen. 3 bis 4 Tage stehen lassen. Bei uns beliebt ist Ingwer, Guave und Knoblauch. Spezielles gibt es doch. Dong Nam Pla in Fischsoße einlegen oder Dong Si Iu Cao in Sojasauce. Hierfür mischen wir Wasser, Fisch oder Sojasauce und Zucker. Alles, wie gesagt, zum Kochen bringen und über das entsprechende Protein kippen. Zum Kochen bringen und abkühlen lassen, sorry. Über das entsprechende Protein kippen, das dann 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank stehen lassen. Am besten mit etwas Knoblauch und Chili. Alles ist besser mit Knoblauch und Chili. Derzeit sehr beliebt ist Kai Sot Dong, eingelegte rohe Eier. Das geht nur mit frischen Eiern. Dennoch muss ich sagen, dass diese Methode, ein Ei zu essen, eher eine genüssliche Sache ist. Schmeckt schon wirklich gut. Aber da das Ei nicht gekocht wird, kann unser Körper die Nährstoffe nicht so gut aufnehmen und nicht gut zersetzen. Es geht quasi so rein wie wieder raus. So. Aber schmeckt lecker. Und immer auf Sauberkeit und Frische achten. So, kommen wir jetzt zu dem besten Teil meines Vortrages.
die besonderen Fermente in den verschiedenen Regionen. Wir beginnen im Norden. Die Fermente, die ich heute im Norden vorstellen möchte, ist Purnau und Nam. Purnau ist ein alkalisches, fermentiertes Sojaprodukt. Diese Art der Sojabohnenfermentation gibt es in verschiedenen Formen und Namen. Es ist das Hauptwürzmittel Nordthailands. Dafür werden Sojabohnen gewaschen, die schlechten Bohnen aussortiert, über Nacht einweichen lassen, anschließend lange kochen, bis sie ganz weich sind. Das Wasser wird dann abgegossen. Die Bohnen werden in ein Tuch festgewickelt, dennoch luftdurchlässig, gut zugedeckt, damit sie schön warm bleiben und 3 Tage stehen gelassen. Getrocknete Chilis, Salz in einem Mörser mahlen, in diese klebrige Sojabohnenmasse dann halt stampfen oder in einem Mixer geht das halt auch, auf Backpapier ausrollen und in Förmchen strechen. 3 Tage in der Sonne stehen gelassen, damit sie wirklich schön trocken sind, dann sind die auch ganz lange haltbar. Ihr könnt auch gleich eine Kostprobe davon haben. So. Genau, und für was wird dann quasi dieses Ferment gemacht? Ist ja auch. Es gibt einmal Namprik Ong und Namprik Turnau. Namprik Ong wird mit frischen Kräutern gegessen. Da kommen frische Tomaten rein, in der Regel mit Fleisch und Currypaste. Das wird alles zusammengebraten, dann werden die Blätter quasi geröstet und reingebrochen. Und dann gibt es Namprik Turnau. Hier ist es ein bisschen puristischer. Knoblauch, Schalotten werden schön duftend geröstet, dann halt in einem Mörser zermahlen und das dann auch dementsprechend mit diesen Blättern. Habe ich auch eine Kostprobe von da. Keine Angst, ich kann alles probieren. Nam oder Som Mu. Grundlage ist Schweinehackfleisch mit getrockneten Schweinehaut, kann auch nach der Fermentationszeit von etwa 5 Tagen verzehrt werden mit Ingwerkohl oder frischen Chilis. Es schmeckt fleischig, recht sauer. Ein Hauch von Süße ist da schon drin. Es ist eine recht saure Wurst und die wird in Nordthailand auch gerne gegrillt. Genau, und eine Wurst, was mit der die Schweinehaut ist da relativ wichtig drin. Dann haben wir Yam Nam, Khao Thot. Knuspriger Curryreis, knusprig frittiert, das dann mit Erdnüssen, getrockneten Chilis, Limettensaft, alles zusammen zerbröseln und dann kommt diese Nam-Wurst obendrauf, das wird dann durchmischt, das ist knusprig, diesen Geschmack von Curry ist da. Im Hintergrund die Säure von der Wurst, ist schon ein sehr aufregendes Gericht, wenn man Fleisch gerne mag. So. Kommen wir zu Isan, Nordosten von Thailand. In Isan fließt der Mekong, was an der Grenze zu Laos grenzt. Daher kommen die Meeresfrüchte, die Fische zum Fermentieren, hauptsächlich Süßwassertiere. Die Isan-Küche zeichnet sich in der Regel durch ihre herausragende und seit langer bewahrter Kunst der Fermentation und des Einlegens aus, die zu gleichen Teilen Kunst und Wissenschaft. Süßwasserfische gibt es im Isan dank des Mekong und Moon in Hülle und Fülle. Außerdem gibt es eine Fülle von Süßwasserteichen. Bla Dek oder Bla La ist ein Begriff, der von den Menschen auf beiden Seiten des Mekong-Flusses seit langem verwendet wird. Er bezieht sich auf Süßwasserfische, die in Salz, zum Teil mit geröstetem Reis, auch mal mit ein bisschen Ananas, mariniert und fest in Fässer gestopft werden, zum Fermentieren. Die Menschen Zentralthailands bezeichnen ihn jedoch als Bala. Wie auch immer man es nennt, es ist das Herz und Seele der Isan-Küche. Und es findet sich, und dieses Bala, dieses Würzmittel, findet sich in vielen Gerichten wieder. Er verleiht einem Gericht einen Hauch von Schärfe, auf Englisch würde ich halt sagen pungent. Pungent flavor. Genau, Schärfe ist halt das, was irgendwie am nächsten da dran kommt. Salzigkeit. Und es wird halt einfach irgendwie mit dem Umami-Geschmack von dem fermentierten Fisch. Es ist sehr aufregend. Auch sehr lecker.
Es kommt in Sombam Bala, das ist quasi, ihr kennt wahrscheinlich eventuell das Papayasalat. Und in Isan wird das mit Bala gemacht statt mit Fischsoße. Und mit gesalzenen, fermentierten, also eingelegten gesalzenen Krebsen oder Yam Normai. Das ist, genau, junger eingelegter Bambus mit Chili, roten Zwiebeln, Fischsoße und Bala zusammen und das wird dann halt am Ende abgeschmeckt mit Limettensaft. Nichts ohne Limette. Der Isan ist Heimat für unzählige fermentierte Fleischsorten. Saigor Isan ist eine säuerliche, würzige Wurst, die äußerst beliebt ist und in ganz Thailand an Streetfood-Ständen angeboten wird. Er enthält Klebereis oder normalen Jasminreis, gehackten Knoblauch und Salz. Optional ist halt auch Glasnudeln und Schweinehaut. Durch den Reis in dieser Wurst wird es halt besonders säuerlich, also verglichen dann quasi zu dem Nam. Also es ist dann stärker und es wird auch meistens gegrillt. Also wenn man in Thailand ist, kommt man da eigentlich kaum drum herum an den Streetfood-Vendern. Ao. Ao ist ein lokales, alkoholisches Isan-Getränk, das durch die Fermentierung von Klebereis mit einer aus vielen Kräuter bestehenden Starterkultur, Lupang, die aus einer Kombination von Reis, Hefe, Pilzen und Kräutern hergestellt wird. Es ist auch als Lauto oder Sato bekannt. Es handelt sich um eine kulinarische Tradition, die in vielen Orten des Nordostens verbreitet ist. Der Gärungsprozess dauert etwa 20 bis 35 Tage. Je länger, desto saurer wird er. Er enthält nicht mehr als 15% Alkohol. Wird dies aber destilliert, bekommt man Lau Khao, thailändischer Reis, Whisky, mit einem Alkoholgehalt von bis zu 55%. Zentralthailand. Wir sind an der Mitte angekommen. Lupang. Im Westen gemeinhin als chinesischer Hefekuchen bekannt, ist eine thailändische Bezeichnung für eine trockene Form von Gärungsstarter. Zur Herstellung traditioneller fermentierter Produkte aus stärkehaltigen Rohstoffen, das heißt Kaumark. Kaumark? Noch nicht, das kommt gleich noch. Ein leicht alkoholischer, gesüßter Reis. Lau, Reiswein. Namsom, Saishu, Essig. Es wird angenommen, dass die Verwendung dieser Art von Fermentationsstarter aus China stammt und in vielen Ländern Asiens übertragen wurde. In den asiatischen Ländern werden verschiedene lokale Bezeichnungen verwendet, zum Beispiel wie in Japan Koti, Nuruk in Korea, Mirchan in Indien. Hierbei handelt es sich oft um die Mischkulturen aus Schimmelpilzen, Hefen und Bakterien, die auf Reis oder andere Getreidesorten wachsen. In bestimmten Gegenden werden einheimische Kräuter zugefügt. Zum Beispiel war ich in Chiang Mai, da gab es Lupang mit Gigant und etwas Zitronengras. War halt mit eingemürbt in diese kleinen Kugelchen zum Alkohol herstellen. Was auch sehr interessant war. Genau, hier habe ich nur schnell die Schritte dargestellt, wie man diese Lupang quasi herstellt. Hier können wir halt sehen, dass wir unterschiedliche Kräuter haben, die getrocknet werden. Hier haben wir die Starterkultur, also ältere Lupangs. Das alles wird zusammengemischt. Dann haben wir das hier. Hier sind quasi die Fresh Aromatics, also Knoblauch, Schalotten, Ingwer. Das alles schön musch, schön gut durchmischen. Diese leichte Pampe, würde ich jetzt mal sagen, mischt man dann mit Reismehl, zermürbt die alten Kulturen. So, diese alten Kulturen, die werden dann gestreut auf eine Fläche. Darauf kommt quasi diese Masse, die vorher ja gemacht worden ist. Und dann wird ganz dick die Kultur nochmal drauf gestreut. Das wird dann in der Sonne stehen gelassen, bis es trocknet, bis man es dann halt benötigt zum Verwenden. Für die Weiterverarbeitung. Jetzt haben wir eine Sekunde. Kaumak ist ebenfalls ein Ferment, welches die Lupang-Kultur verwendet. Es ist leicht alkoholisch,
Es ist süßlich, es ist sehr erfrischend. Ja, prickelt auf der Zunge, hat eine leichte Säure, aber es ist ziemlich dickflüssig. In Thailand findet man das oft, dass sie das einwickeln in Bananenblätter. Und ja, wenn ich zwei von den Dingern esse, bin ich game over. Also in dem Fall. Vertrag aber auch nicht viel Alkohol. Aber die sind sehr lecker. So, Nam Pla ist eine thailändische fermentierte Fischsoße. Wie alle Fischsoßen in Südostasien ist es ein Gegenstück zum Garum aus dem alten Rom. Nam Pla Fischsoße wird von thailändischen Köchen oft als die wichtigste Zutat der thailändischen Küche bezeichnet. Der Name Nam Pla heißt Fischwasser. Interessanterweise stammt das, was wir heute als Ketchup kennen, eigentlich von Fischsoßen ab. Das Wort Ketchup kommt von dem Wort Ketchup Ikan, was auf Indonesisch Fischsoße heißt. Fun Fact. Som Tam Thai. Wir hatten ja vorhin Som Tam Isan. Da kann ich Som Tam Thai natürlich nicht rauslassen. Ein Salat aus knackiger grüner Papaya, die im Mörser gestampft wird, ursprünglich aus Laos stammt, wurde Som Tam von Einwanderern im Nordosten Thailands im Nordosten von Thailand und nach Bangkok gebracht. Som Tam verbindet man heute weltweit mit der thailändischen Küche. Je nach Region gibt es verschiedene Varianten, die sich vor allem in der Anwendung von getrockneten oder fermentierten Fisch unterscheiden. Hier haben wir mit schön vielen Erdnüssen und Nam Pla natürlich. Krabi, Shrimp Pasta. Krabi. Oder fermentierte Garnelenpaste, Shrimppaste, ist eine typische Zutat, die in ganz Südchina und in den größten Teil Südostasiens verwendet wird. Die Paste wird entweder aus Garnelen oder Krill hergestellt, die stark gesalzen und dann in der Regel in der heißen Sonne getrocknet werden, bevor sie in die Behälter monatelang oder sogar jahrelang fermentiert werden. Das Ergebnis eine rosa, violette, manchmal braune Paste. Dies ist auch manchmal dickflüssig oder halt auch mal in festen Formen. Sie ist salzig und verleiht ein Dutzend von thailändischen Gerichten ihren besonderen Aroma. Die ist auch sehr pungent. Dagegen ist Fischsoße die kleine Schwester definitiv. Und sie wird in fast allen Currypasten, kommt Krabi rein. Oder auch in unserem gebratenen Reis kommt eigentlich Krabi rein. Aber naja, das jetzt weiter. Nam Prik Krabi. Also für was man quasi Krabi verwenden kann. In Thailand werden Fermente wie Krabi. Die beste Art Garnelenpaste und Nam Prik Krabi ist eine schöne, reiche, also genau, für Nam Prik Krabi, für das ist eine schöne, reiche Garnelenpaste, da sie einen tieferen und stärkeren Geschmack hat. Nam Prik Krabi sollte zuerst salzig, dann sauer, dann kommt das Umamige hoch und einem Hauch von Süße durch den Palmzucker abdecken. Könnt ihr auch gleich probieren. Auch da für die, die sich trauen, natürlich. Krabi Nam Pla Wan. In Thailand werden Fermente wie Krabi oder Nam Pla, die Schwimmpaste, Fischsoße, nicht nur für salzige Gerichte verwendet, sondern auch für süße Dips, die für einen Snack zwischendurch, so wie bei uns hier Kuchen, das war das. Es ist eine süße, leicht salzige und umami-reiche Soße. Außerdem wird Krabi Nam Pla Wan gerne als Dip für saure Früchte verwendet, da die Soße bereits den Geschmack von süß, salzig und umami abdeckt, wird sie perfekt durch die sauren Früchte abgerundet. In Thailand bevorzuge ich richtig saure, harte Mangos. Hier wiederum esse ich gerne grüne Äpfel dazu oder grüne Pfirsichen, grüne Pflaumen, alles, was dann halt noch diese tiefe Säure beinhaltet. Willkommen in der letzten Station, der Süden. Wir haben hier Thai Pla Mak und Nam Budu. Der Name hier ist definitiv Programm. Der Süden, die südthailändische Küche, wird von der indischen, javanischen, persischen und chinesischen Hokkien-Kultur beeinflusst und geprägt.
Meeresfrüchte sind die typischen Zutaten der Halbinselregion. Die lokale Küche verwendet viel Kokosnussmilch und Palmzucker, da es im Süden viele Kokosnüsse und Zuckerpalmen gibt. Die traditionelle südthailändische Küche ist für ihren scharfen und sehr würzigen Geschmack bekannt. In Südthailand regnet es viel mehr, was zu einer Fülle von Kokosnussarten deshalb führt. Die Kokosnussmilch wird zu vielen typischen Gerichten der Region hinzugefügt, darunter Currys und Suppen, die dadurch eine richtig schön dicke Konsistenz bekommen. Da es weniger Land zu bewirtschaften gibt und das Meer quasi vor der Tür liegt, arbeitet ein Großteil der Bevölkerung im Süden als Fischer. Frischer Fisch wird auf allen möglichen Arten zubereitet, gebacken, gegrillt, zu Suppen verarbeitet, zum Trocknen in die Sonne gelegt und sogar für Soßen und natürlich Gewürze fermentiert. Thai Pla oder Pung Pla wird aus dem in Salz eingelegten Fischmagen hergestellt und in der Regel werden Fischinnereien von Welsen und Schlangenkopffischen verwendet. 10 bis 30 Tage lang wird es in Salz fermentiert, bevor es mit Gewürzen abgeschmeckt wird und zum Kochen verwendet wird. Es ist schon wesentlich intensiver als Krapi oder Pala. Das ist halt so die Königsdisziplin, würde ich jetzt mal so sagen, von Pungent Ferments. Und was macht man daraus? Gang Thai Pla. Der Name leitet sich von Thai Pla ab und Gang bedeutet Curry. Der Thai Pla verleiht dem Curry natürlich einen sehr starken Geruch und Geschmack. Es ist ein sehr, sehr scharfes Curry. Es hat einen intensiven Geschmack und es ist leicht stechend. Also man muss es kennenlernen, antasten, mögen, vielleicht noch nicht, später nochmal probieren. Nichtsdestotrotz, also ich finde es köstlich. Früher wurde nur Fisch hineingegeben, heutzutage packt man auch ein bisschen mehr Gemüse rein. Nambudu. Ähnlich wie bei der Fischsoße werden Anchovies mit Salz vermengt und in einen Fass gefüllt und zum Fermentieren in die Sonne stehen gelassen. Bei Nambudu entsteht eine helle und dunkle Soße. Die helle Soße ist das, was oben im Fass schwimmt und die Thais sagen Fisch. Gehirnsaft dazu. Nam Samong Pla. Das, was unten schwimmt, ist wesentlich dickflüssiger, da es den festen Bestandteil des Fisches beinhaltet. Meist wird das mittlere Budu benutzt, wo alles einfach zusammengemischt wird. Andererseits zu der Fischsoße wird bei Nam Budu diese direkt abgefüllt und zum Verzehr bereitgestellt. Bei Fischsoße ist es, dass man es abfüllt und dann erstmal wieder reifen lässt. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Vortrag einen kleinen Einblick verschaffen in die thailändische Esskultur und der Fermentationskultur. Vielleicht gibt es eine kleine Erleuchtung für eure Geschmackspalette, was passt zu euch, was passt nicht, dies zu selektieren und für sich irgendwie zu finden. Wie würde euer Samrap aussehen? Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und für diese wunderbare Gelegenheit. Ich habe noch eine kleine Sache. Wer mehr zu thailändischen Fermenten und Esskultur erfahren und erleben möchte, könnte für dies Folgendes interessant sein. Also quasi das nicht nur zu lesen und zu sehen, sondern auch wirklich zu erleben und zu schmecken. Aktuell plane ich eine Geschmacksentdeckungstour in Thailand, damit man, wie gesagt, nicht nur darüber hört oder liest, sondern wirklich in echt schmecken kann. Was unentbehrlich ist für Foodies oder für uns Fermentliebhaber. Für alle, die es interessant klingt, können sich gerne einfach eintragen. Sobald ich selbst recherchiert habe und nochmal alles abgeklappert habe, schicke ich euch gerne eine E-Mail dazu. Ja, Kopf und K. Vielen lieben Dank.